Praktikum Physikalische Chemie. Neutralisationsenthalpie. Bei der Reaktion einer Säure und einer Base wird die Neutralisationsenthalpie frei. Hierbei wird undissoziiertes Wasser gebildet. Die Reaktion ist stark exotherm. In diesem Versuch wird die Enthalpieänderung bestimmt, die notwendig ist, um eine starke Säure mit einer starken Base zu neutralisieren. Wenn Säuren stark verdünnt werden, verläuft die Verdünnung exotherm. Das heißt, die Verdünnungsenthalpie ist negativ. Von der gemessenen Enthalpieänderung muss die Verdünnungsenthalpie abgezogen werden, um die eigentliche Neutralisationsenthalpie zu erhalten. Die Messung erfolgt mittels Kalorimetrie. Als Kalorimeter dient ein wärmeisoliertes Dewar-Gefäß. Bei gegebener Gesamtmasse des Reaktionsgemisches ist die freigesetzte oder aufgenommene Wärmemenge Q der Temperaturänderung proportional. Bei konstantem Druck entspricht die ausgetauschte Wärmemenge der Enthalpieänderung. Zudem wird in diesem Versuch die Wärmekapazität bestimmt, indem man dem System eine bekannte Wärmemenge zuführt und bestimmt. Ziel dieses Versuches ist die Bestimmung der Kalorimeterkonstante und der Verdünnungsenthalpie von Salzsäure sowie die Bestimmung der Neutralisationsenthalpien dieser Systeme. Der Aufbau des Versuches besteht aus einem Dewar-Gefäß, einem Kalorimeterdeckel mit Heizwendel, einer Einlaufpipette, einem Magnetrührer, einem Netzgerät, einem Volto- und Ampermeter sowie einem Temperaturfühler. Zunächst werden 850 Gramm Wasser abgewogen und ins Dewar-Gefäß überführt. Einlaufpipette und Temperaturtauchfühler werden durch den Kalorimeterdeckel ins Wasser eingetaucht. Das Ampermeter wird in Reihe und das Voltmeter parallel bei ausgeschaltetem Netzgerät verbunden. Das Wasser wird mittels Heizwendel elektrisch erwärmt. Nach 5 Minuten wird mit der Messung der V-Periode begonnen, indem die Temperatur alle 30 Sekunden notiert wird. Anschließend schaltet man das Netzgerät an und nach 10 Minuten wieder aus. Temperatur, Stromstärke und Spannung werden in 30 Sekunden Abständen gemessen. Die genaue Heizzeit wird notiert. Der Versuch ist nach weiteren 5 Minuten beendet. Die Temperatur wird in 30 Sekunden Intervallen bestimmt. Im zweiten Versuch wird die Neutralisationsenthalpie von Natronlauge bestimmt. Dazu werden 680 Gramm Wasser mit 110 Gramm 5-molare Natronlauge gemischt. In die Einlaufpipette werden 60 Gramm 8-molare Salzsäure eingewogen und so ins Dewar-Gefäß befestigt, dass sich die Pipettenspitze über der Flüssigkeitsoberfläche befindet. Nach dem Temperaturausgleich beginnt man mit der Vorperiode. Nach 5 Minuten bläst man die Salzsäure vorsichtig in die Lauge. Nach weiteren 5 Minuten beginnt die Nachperiode. Die Pipette wird anschließend aus dem Dewar-Gefäß genommen und von außen gereinigt und getrocknet und die nicht ausgeblasene Säure zurückgewogen. Im dritten Versuch wird die Neutralisationsenthalpie von einer Ammoniaklösung bestimmt. Die Vorgehensweise ist analog zum zweiten Versuch. Um die Verdünnungsenthalpie von Salzsäure zu bestimmen, werden in 790 Gramm Wasser 60 Gramm einer 8-molaren Salzsäure eingeblasen. Die Bestimmung der Vor- und Nachperiode erfolgt auch hier analog zu den vorherigen Versuchen. Zur Ermittlung der exakten Konzentration der Salzsäure werden 1,5 Gramm 8-molare Salzsäure auf 3 Nachkommastellen eingewogen und auf 100 Milliliter verdünnt. 20 Milliliter dieser Lösung werden viermal entnommen und mit einer 0,1 molaren Maßlösung bis zum Umschlagspunkt titriert. Kommen wir nun zur Auswertung. Mittels elektrischer Heizung wurde einem Kalorimeter 10 Minuten Wärme hinzugefügt. Die Temperaturzeitkurve wird in einem Diagramm dargestellt. Der Mittelwert der Spannung und der Stromstärke wird berechnet. Hierzu werden die absoluten und relativen Fehler ermittelt. Die Temperaturzeitkurven der Prozesse 2, 3 und 4 sind in diesen Abbildungen aufgetragen. Für alle Prozesse werden die Trendlinien der Vor- und Nachperiode ermittelt. Aus den Trendlinien werden die Temperaturänderungen der Vor- und Nachperiode ermittelt. Aus den RGP-Auswertungen der Trendlinien können die Standardabweichungen berechnet werden. Durch Titration wird die Stoffmenge von Kalilauge zur Neutralisation von Salzsäure durch die Formel N gleich C mal V errechnet. Im Anschluss können die Stoffmengen von Salzsäure für die Prozesse 2 bis 4 ermittelt werden. Hierzu werden die Standardabweichungen bestimmt. Aus der zugeführten elektrischen Energie und der Temperaturänderung des Kalorimeters wird die Kalorimeterkonstante berechnet. Die relative Standardabweichung errechnet sich durch die Addition der einzelnen Standardabweichungen. Aus den Ergebnissen für Prozess 4 wurde die molare Verdünnungsenthalpie von Salzsäure über diese Formel ermittelt.
Aus den Ergebnissen von den Prozessen 2 und 3 wurden die molaren Gesamtenthalpien für die Reaktionen Salzsäure plus Natronlauge und Salzsäure plus Ammoniak bestimmt. Letztendlich werden zu diesen Systemen die molare Neutralisationsenthalpie ermittelt. Zu allen Ergebnissen wird die Standardabweichung errechnet. Die Messergebnisse werden im Auswertebogen mit den Ergebnissen der Fehlerrechnung eingetragen. Die signifikanten Stellen sind zu beachten.